herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Update. Das letzte ist ja inzwischen wirklich schon sehr lange her. Ich glaube, es war Ende Dezember. Inzwischen haben wir den 1. März, das heißt 2 Monate seit dem letzten Corona-Update. Tut mir leid, dass dazwischen nicht viel kam, aber ich hatte auch leider nicht sonderlich viel Zeit. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Also wir haben Januar und Februar hinter uns gebracht. Wir hatten krasse Kälteeinbrüche. Letzte Woche war es super sommerlich. Wir hätten genauso gut April, Mai haben können. Es hatte 20 Grad und war super schön. Corona-technisch, was hat sich verändert? Wir hatten eine Zeit lang nächtliche Ausgangssperren, die inzwischen zumindest mal von 9 auf 10 Uhr und nur noch für die Landkreise gilt, die mehr als einen Inzidenzwert von 100 haben, soweit ich informiert bin. Und was gibt sonst noch Neues? Wir haben Virusvariantengebiete, bestimmt Hochinzidenzgebiete. Reisen wird irgendwie immer komplizierter gefühlt. Es ist ein allgemeiner Impfpass in Sprache. Die Impfungen an sich sind endlich angelaufen. Die über 80-Jährigen sind zumindest angeimpft, würde ich mal sagen. Die meisten, glaube ich, haben die erste Impfung oder zumindest einige. Ich kenne zumindest welche, die erste Impfung bekommen haben. Also ich denke, es läuft im Moment zwar noch etwas schleppend, aber hoffen wir, dass es etwas mehr Fahrt annimmt, wenn wir mehr Impfdosen und vielleicht eine bisschen bessere Organisation haben für das Ganze, sodass wir es hinkriegen, dass alle relativ zügig geimpft sind und wir wieder einigermaßen frei sein dürfen, wenn ich es mal so sagen darf. Apropos Lockerungen, ich glaube, das, worauf sich sehr, sehr viele, insbesondere die Männer und die Frauen, die so schön langsam einen Streifen bilden, freuen, ist, dass wir die Friseure öffnen. Das heißt, endlich kann man wieder Haare schneiden, Haare färben und sich wieder einigermaßen menschlich aussehen lassen, würde ich mal sagen. Ich habe nicht vor, dem nächsten Friseur zu gehen, aber ich glaube, viele von euch warten darauf. Ansonsten dürfen auch noch andere Geschichten wie Fußpflege, Nagelpflege und einige andere Geschichten öffnen. Ich glaube, Baumärkte und Blumenläden dürfen auch aufmachen, was ich einen sehr schönen und sehr großen Schritt finde, weil es ist einfach Pflanzzeit. Es ist die Zeit, den Garten anzulegen, Blumen zu pflanzen. Wenn man Umbauten machen möchte, es ist ja einfach jetzt Zeit, das zu machen. Ich finde es schön für die Gärtnereien, dass sie die Blumen, die ja alle angesetzt wurden, nicht wegschmeißen müssen, sondern dass sie die jetzt verkaufen dürfen und wir die Blumen einpflanzen dürfen und somit vielleicht unser Land doch wieder etwas farbenfroher und schöner machen dürfen und wir uns so zumindest bunt auf Ende des Lockdowns vorbereiten können. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ostern, glaube ich, ist so der nächste Knackpunkt, wo es vielleicht mit Hotelöffnungen, vielleicht Restaurants, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe sehr, dass bald alles aufgemacht wird. Wissen tun wir es nicht, aber ich würde sagen, wir versuchen jetzt noch ein bisschen durchzuhalten und freuen uns über die Lockerungen, die heute stattgefunden haben. Und steckt euch nicht mit den Mutationen an und haltet durch.